Hallo, grüß euch. Diesmal wird nichts gesteckt und auch nichts geschraubt, sondern wir sorgen für eine gute Chemie zwischen Mensch und Pool. Und wie geht das? Das geht ganz einfach, nämlich mit dem Chlor-Starter-Set. Das beinhaltet alles, was ihr da jetzt seht. Den Beginn, den macht das Algezid. Das ist die Dose mit dem grünen Etikett. Noch bevor das Wasser in den Pool hineinkommt, sollte man damit die Wände und den Boden gut behandeln. Das bekämpft nicht nur die vorhandenen Algen, sondern das beugt vor allem auch der Algenbildung vor. Dann kann der Pool bereits befüllt werden. Das macht man übrigens am besten mit Leitungswasser. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Brunnenwasser. Warum? Weil Brunnenwasser, das ist meistens ein bisschen eisen- und kupferhaltig und da braucht man dann richtig viel Chemie. Was jetzt natürlich für Steinbach gut war, aber da ihr nicht Steinbach seid und ich auch nicht, empfehle ich lieber Leitungswasser. Nach der Befüllung prüfen wir zuerst einmal den pH-Wert. Da haben wir da Teststreifen herinnen. Zeige ich das ganz kurz. Also man kann da jetzt eine Teststreifen einmal, damit ihr es seht, halten wir dann da her. Da sieht man ganz genau, wie der Säure- und Basenhaushalt ausschaut. Der sollte nämlich zwischen 7 und 7,4 liegen, also leicht basisch. Wenn der pH-Wert zu hoch sein sollte, dann greift man zu der blauen Dose. Das ist pH-, ein Granulat, das ungefähr so 24 Stunden lang in der Filteranlage laufen muss, damit sie das Ganze sehr gut durchmischen kann. Danach misst man den pH-Wert noch einmal erneut und überprüft eben im Fall der Fälle noch einmal, welches Granulat man jetzt dazugeben muss. Wenn der pH-Wert nämlich zum Beispiel zu niedrig sein sollte, gibt es auch was, das ist pH+. Das ist jetzt zwar nicht im Starter-Set drinnen, gibt es aber selbstverständlich auch bei Steinbach. Wenn der pH-Wert schlussendlich dann passt, dann messen wir den Chlorwert. Auch wiederum mittels des Teststreifens, das wäre dann die obere Leiste hier. Der Chlorwert, der sollte idealerweise zwischen 0,3 und 0,6 Milligramm pro Liter betragen. Chlor, das dient ja bekanntermaßen der Desinfektion. Damit beugt man ungewünschten Badegästen vor. Damit meine ich jetzt nicht die Nachbarn und auch nicht die Gattin oder die lästigen Kinder, sondern natürlich Bakterien und Keime. Die Erstchlorierung, die macht ihr mit dem Chlorgranulat. Das ist das in der orangenen Dose hier. Das ist kalkfrei und auch pH-neutral. Das lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen. Und der Vorteil, es löst sich wirklich schnell auf. Okay, das wäre es jetzt irgendwie fürs erste Mal. Da ist jetzt alles gesagt worden, was im Pool drinnen sein sollte. Wofür das Thermometer ist, brauche ich glaube ich jetzt nicht extra dazu erklären. Was haben wir heute? Angenehme 25 Grad. Aber weil ihr den Pool natürlich nicht schon wieder morgen abbauen werdet, gebe ich euch jetzt noch ein paar wichtige Tipps. Nämlich der pH-Wert, der sollte ungefähr so ein bis zweimal pro Woche überprüft werden. Das kann sich nämlich so, je nach Anzahl der Badegäste und der Wassertemperatur, kann sich der rasch ändern. Je nach Ergebnis einfach mit dem entsprechenden Granulat nachjustieren. Also Minus, wenn er zu hoch ist, Plus, wenn er zu niedrig ist. Auch den Chlorwert, den sollte man mindestens einmal pro Woche überprüfen. Wenn der nicht stimmt, dann sind jetzt die Chlor-Tabs an der Reihe. Das ist die Dose hier mit dem braunen Etikett. Diese Tabs, die lösen sich nur langsam auf und sind bei allen Wasserhärten einsetzbar. Wichtig ist nur bitte, die Tabs nicht direkt ins Wasser reinhauen. Ja, das sind jetzt keine Brausetabletten, sondern die Chlor-Tabs, die kommen in diesen Dosierschwimmer hinein. Wo gibt es den? Logischerweise auch bei Steinbach. Naja, und wenn sich die bösen Algen wieder ausbreiten sollten, was machen wir dann? Richtig, wir greifen erneut zum Algezid. Zur Erinnerung, das war die Dose mit dem grünen Etikett. Naja, und dann steht eigentlich einem ungetrübten Badespaß nichts mehr im Wege. Ich sage ciao, tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und jetzt nochmal außer mit die Töpfe. Heute gibt's Deckeln. Mein Tipp an euch, jeder Deckel ist zeitgleich auch eine Dosierhilfe und ihr habt da drinnen eine Messleiste.